So, wir haben jetzt noch einen sehr prominenten Beitrag, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Also das ist wirklich sensationell. Am heute Europäischen Solidaritätstag möchte auch ein Vertreter der Deutschen Dank hier eine Rede halten. Er müsste jetzt eigentlich jeden Moment kommen. Hallo? Der Redner der Deutschen Dank? Ah, da hinten kommt er schon. Sehr gut. Applaus. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Herbert Bayer. Wie unschwer zu erkennen ist, bin ich Vertreter der Deutschen Dank. Ja. Ich weiß nicht, ob ich zur allgemeinen guten Stimmung heute beitrage. Ich werde aber mein Bestes da geben und versuchen, Ihnen einen kurzen Abriss zu geben, was eigentlich der Grund meines Kommens ist. Ich stehe heute nicht nämlich als Privatmann, sondern als offizieller Vertreter, als Pressesprecher der Deutschen Dank. Und der Vorstand der Deutschen Dank hat mich dazu beauftragt, eine Erklärung vorzulesen. Wir, der Vorstand der Deutschen Bank, möchten uns bei unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und allen direkt und indirekt betroffenen Menschen für unsere bisherigen menschenverachtenden Geschäftspraktiken entschuldigen. Boah, es ist kalt. Oh. Wir entschuldigen uns für unser asoziales Geschäftsmodell, in dem wir die Profitmaximierung über den Menschen gestellt und dadurch die Lebensgrundlage vieler zugunsten der Profitgier einiger weniger zerstört haben. Dieser Logik folgend haben wir aus jedem und allem eine Ware gemacht. Heute handeln wir selbstverständlich nicht nur mit Geld, Grundstücken und Häusern, sondern mit der Umwelt und Nahrungsmitteln. Ja, selbst Staaten sind zum lukrativen Spekulationsobjekt geworden. Statt unserer gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Verantwortung nachzukommen, haben wir unsere Macht missbraucht und die Welt in einen Ort verwandelt, in dem wir Land, Tiere und Menschen zu Waren degradieren und damit zum handelbaren Spekulationsgegenstand machen. In den vergangenen Jahren waren wir, die Deutsche Bank, als einer der weltweit führenden Geldinstitute mitverantwortlich für die systematische Zerstörung unserer Umwelt, für massenhafte Arbeitslosigkeit, Steuerhinterziehung, Obdachlosigkeit, Menschenrechtsverletzungen und millionenfaches Sterben durch Unterernährung. Wir haben durch unser rücksichtsloses Streben nach Macht und Geld der Welt gezeigt, dass asoziales Verhalten sich auszahlt und wirtschaftlichen Erfolg mit sich bringt. Welche sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen das durch Gewinnmaximierung bestimmte Denken bereits heute hat, sehen wir in vielen Ländern dieser Welt. Die Folgen für die Zukunft lassen sich jedoch noch gar nicht abschätzen. Aus diesem Grund erklären wir, der Vorstand der Deutschen Bank AG, hiermit den sofortigen Ausstieg aus dem allein durch Profitgier getriebenen globalen Teufelskreislauf. Ich habe noch einen Satz, den ich persönlich überbringen soll, vom deutschen Vorstand mitgebracht. Der lautet schlicht und ergreifend, ich lese mal eben vor: Wir machen da nicht mehr mit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.